hallihallo Lülle, zu einer weiteren Folge von mir in Assassin's Creed Odyssey im DLC. Das Schicksal von Atlantis. Wenn es euch gefällt, lasst mal gerne ein Like oder ein Abo da. Oder Abo da, beziehungsweise schaut gerne mal im Livestream bei mir vorbei auf, hier auf YouTube, beziehungsweise natürlich auch auf Twitch. Der Name ist derselbe. Und wir haben jetzt auch Ruhe den Frieden, eure Hoheit. Wir haben sie echt besiegt. Yes! So, und theoretisch. Oh, Entschuldigung. Ist das jetzt erledigt? Allerdings gibt es jetzt noch zwei Sachen, die man machen kann. Oder drei. Nee, vier. Entschuldigung. Und zwar einmal den Marmorjungen hier drüben. Ne? Also da. Machen wir es mal so. Hier. Da sind ja noch Marmorjunge. Dann steht hier noch einer. Und die. Wo waren das hier gerade? Hier, die beiden hier oben. Und. Achso, so gesehen, dann wären es eins. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Und wenn ich jetzt noch die beiden hier zusammen mache, sind das noch sechs, die man besiegen kann, wo man dann noch schön fett eine Beute bekommt. Die werde ich jetzt aber nicht machen, weil, wie gesagt, ich will nicht sagen, ich brauche es nicht mehr, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu, weil, ne, schon gar nicht gegen zwei auf einmal. So, den Ort habe ich jetzt erledigt. Jetzt müsste ich mal dorthin. Oh, was? Hallo? Bewegung! Genau. Ho, ho! Ach komm, tu mal nicht so. Würde mich jetzt nämlich interessieren, da ich ja hier alles nacheinander mache. Würde mich das mal gerne interessieren, was hier ist. Wahrscheinlich noch so ein eine Marmorgeschichte? Marmorstein? Yes, gut geraten. Los. Genau. Der See von hier aus Marmor. Achso. Hat die sich auch gerade gedreht? Meine Augen spielen mir einen Streich. So. Ich habe schon mal zwei hintereinander, also zwei, die also hier zu zweit gekämpft haben, besiegt. Ich muss sagen, das ist aber nicht gerade witzig. So. Jetzt haben wir hier noch so eine Schatulle. So, und die Prügel, denken, das prügelt da hin hier, dann haben wir das auch erledigt. So, dann gehe ich. Hier steht er. Ernsthaft?
Oh, da laufe ich hier lang und durch Zufall steht er hier. Ich krieg die Motten. Ich krieg ernsthaft die Motten, Alter. Ist ja Knalle. So. Und dann würde ich mal sagen, wir machen mal zwei Fähigkeitspunkte, ne? So, mein Können. Nahkampf, Aufladetempo. Gesundheit, Rüstungswert. Mir schon klar, ich würde ja gerne an den Dings machen. Rüstungsdurchschlag. Das Angriff den Schaden als Gesundheitsbonus. Ja, dann nehme ich doch die. Das hört sich gut an. So, dann speichern wir auch mal gleich. Um eine Aufwertung für eine Fähigkeit zu aktivieren, muss die Fähigkeit aufwerten. Das Aufwerten erfolgt über A, Weise, Fähigkeitenrad. Ja. Das Problem ist, was ich nicht ganz verstehe, ist ja das hier. Ne? Und hier Stufe 3. Ne? Ich kann den komischerweise nicht aufwerten wie den hier. Zeitlupe des Kronos. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie das sein kann, weil also ich konnte den ja jetzt auch nicht so aufwerten wie diesen hier, ne? Das meine ich damit. So, wir gehen mal ganz kurz in diese Sachen. Wir haben ja ein paar neue. Wir sind jetzt schon 59, ne? Rüste ich mal damit aus. Dann haben wir hier irgendwas mit neue Prügelschwerter bekommen, wenn ich mich nicht irre. 58. Ach ne, die Keule, Entschuldigung. Gehen wir erstmal hier hinten auf die Keule. Ja, das meine ich nämlich. Wir haben ja jetzt den Stab der ISO. Kriegerschaden, Adrenalin bei kritischen Treffer und Giftschaden. Kritischer Schaden. 30% kritischer Schaden und macht mehr Wumms, ne? Speer der ISO wäre derselbe. So, dann haben wir hier. Ja, mal, was ist das? Ach, genau. Das legendäre Schwert mit Attentat. Und hier ist kein stärker, ne? Ah, dann bleibt das doch. So, und dann haben wir jetzt hier aber noch von der Rüstung her. Schuhwerk der ISO-Wächterin. Helm der ISO-Wächterin. Kriegerschaden und 6 für alle Schäden. Das ist ja lustig, ne? Bossplatte der ISO Myrmidonen, ne? Kriegerschaden, schwere Klinge, Schaden mit schweren Waffen, Schaden mit schweren Waffen, Gift, Brand, Jägerschaden, aber hat deutlich weniger Wumms als die dann, ne? Also die einzige, die ist eigentlich diese wieder. Überall, ich überlege gerade, weil ich das eng mit schweren Waffen. Ich müsste eigentlich eine Axt ausrüsten, ne, wenn ich das sehe. Ja, Methoden. Vor allen Dingen, ich versuche jetzt natürlich auch das Set dann zu machen, ne?
Unglaublich. Komm, wir lassen das. Also momentan ist das irgendwie von Aspasia irgendwie die geilste Rüstung gefühlt momentan, die ich besitze. Zwei andere sind besser, also im Sinne von einzelnen Teilen und dann doch wieder nicht. Okay. So, wir haben das alles gemacht, ne? Dann würde ich ja mal sagen, ich reise jetzt hier auf die Insel. Los jetzt, fair! Was mal so, ne? Los! Darf ich den? Los! Oh. Darf ich den erledigen oder was? Komm schon! Habe ich die erledigt? Oh, oh, oh. Habe ich nur weiches Leder bekommen. Wo ist ein anderer? Los! Und los! Okay, nächstes Mal werde ich es nicht machen. Schon allein aus dem Grunde, dass... Ja, ich will nicht sagen, dass jetzt nicht gerechtfertigt war, aber dass ich das nicht brauche, aber B. Ich hätte eher gedacht, dass das irgendwie sowas Mystisches oder so ich erlange. Leider nein. Mal da dann rübergehen. Hier gerade? Achso. Holz sollte ich vielleicht nochmal mitnehmen, weil ich habe ja echt ein paar Steine, Steine sein paar Holz ausgefeuert. Das heißt zum Beispiel den habe ich schon entdeckt. Nehme ich den auch mit. Das ist Hades. Ja doch, das ist Hades, ja. Viele Wachen. Zeft? Ich habe noch gar keine gesehen. Komm schon. Zwei Stück. Okay. Dann schnapp ich mir dann mal die Jungs. Ernsthaft. Das ist doch wohl gerade ein Witz. Glück, dass ich das gesehen habe, dass der da runterkommt, ne? Na komm. Ich sag mal, ich meine, ich finde das ja nett, dass ihr zu mir kommt, ne? Aber das kann ja wohl nicht gerade sein, dass was ist, ne? Ha!
auch noch eine Rätsel. Okay. Kalions Vermächtnis. Um mich zu finden, begibt ich von der Hand zum Mund der glorreichen Toten. Die Wasserwand, die ihn entspringt, kann nur ein Höchst auf einer Kletter reichen. Daraus mag es nass sein, doch ich bin drinnen auf den Trockenen. Hand in den Mund der glorreichen Toten. Also erstmal würde ich hätte gesagt, dass das, ne? Aber ich sehe keine Hand. Ne? Das hätte ich jetzt da vermutet. So. Mir fällt aber gerade was anderes ein. Der Kalians Vermächtnis. Ich habe sie erledigt. Warum steht aber finde und beschaffe die Erkenntnisse der Hüterin? Oh, warte mal. Kann das sein, dass oben da noch was ist? Das war beim letzten Mal auch noch so. Ich muss jetzt echt einmal ausnahmsweise zurückreiten, auch wenn ich das gerade gar nicht will. Na los. Das ist ja überhaupt nicht das, was ich gerade wollte. Aber wir müssen auch nur da vorne eigentlich hin und da muss ich einmal noch mal rein. Weil das ist mir gerade aufgefallen, dass da nur steht, finde und beschaffe die Erkenntnisse der Hüterin. Und ich habe ja jetzt gerade eine Hüterin mit dieser Amazonenkönigin erledigt, im Grunde, wenn ich das richtig verstehe. Wie gesagt, kurz mal reingucken. Ich muss mich verstecken. Nein, brauchst du nicht. Die machen nichts mehr. Ist aber irgendwie gerade trotzdem ärgerlich. Weil das habe ich ja eigentlich jetzt nicht gewollt. Aber ich habe mir oben ihren Platz nicht angeguckt. Oh, hier habe ich es erledigt. Ich kann sie nur aufheben. Sieht aber nicht aus, als wenn hier irgendwas ist. Ja, eigentlich war es Klimpern, aber ich habe das Gefühl, das sind eher die beiden. Klimpern ist falsches Auswort dafür. So, eine aus Fodilengrund begrabene Hülle, eine in der Zuflucht versunkenen Schlund des Stücks. Geil ist, ich habe ja das hier alles erledigt, ne? Minos Zutrauen. Deikalions Vermächtnis. Das ist immer lustig, wenn du nicht weißt, die Sachen, weil hier, wie gesagt, die habe ich die Aufseherin, das sind ja irgendwie die Aufseherin, die habe ich ja hier, wie gesagt, erledigt. Und das ist ja eigentlich nicht da, wo ich, glaube ich, rumlaufen sollte. Oder? Irgendwie doch, ne? So, da haben wir den Marmor. Ja, schade.
Da läuft noch einer rum. Und hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr, meine Damen und Herren. Ich weiß allerdings nicht, wo du herkommst. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo er herkommt. Oder sie in dem Fall. Ich bin jetzt auch deswegen gerade ein wenig wieder verwirrt, im Sinne von... Wo die beiden hocken. Höhle der Stille. Was für die einen Grund? Ah, ich werde das schön finden. Da mache ich mir gar keinen Kopf, ehrlich gesagt. Aber ich habe, wie gesagt, lieber nochmal nachkontrolliert, nicht, dass das eine der Hüterinnen ist, die da ist und dann. Na los, komm. Habe ich da irgendwie was vergessen oder so? Dann würde ich einfach mal sagen. In der nächsten Folge geht's weiter, beziehungsweise werden wir rausfinden, was passiert ist, ne? Adios und bis dann.